Hallo Freunde der brotlosen Kunst, wir sind hier im Zollhafen in Köln und zwar bei EA. Wir haben heute die Möglichkeit, exklusiv als einer der wenigen YouTuber, noch vor der Presse sogar, heute FIFA 13 anzuspielen. Und ja, der Sepp ist mit dabei, der Christian ist auch mit dabei, der Kameramann, und wir haben jetzt circa 10.30 Uhr. Wir treffen gleich auch noch ein paar andere, größere Let's Player, da gehen wir jetzt noch nicht genau drauf ein, aber es gibt noch andere Real-Life-Videos von uns und da könnt ihr euch darauf freuen, dass ihr da wieder schön was zu gucken habt, und ich freue mich auf FIFA. Und jetzt gehen wir mal zu einem Experten hier, der das auch schon mal gespielt hat, im Gegensatz zu mir. Gespielt, oder? Ja, FIFA habe ich auch schon mal gespielt, ja, aber ich bin natürlich nicht so in den Orakels und so, da bin ich ja nicht so mit dabei. Ja, du bist halt nicht der Pro, ne? Also nicht so wie Christian, Jay, ich und Erhadi. Wir brauchen halt vier Leute. Dann ja, die brauchen halt jemanden, der das Mikrofon hält. Da habe ich gesagt, komm, wir auch mal mit. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Gibt vielleicht auch noch prominente Gäste, wissen sie nicht, wen wir noch so alles aufschnappen können. Wir versuchen euch natürlich möglichst viel auch vom Gebäude und im Gebäude zu zeigen, und ich freue mich drauf. Mal gucken, was es wird. Ja, wird cool. Hallo Fußballfreunde, wir haben hier DFB-Pokalsieger aus der Saison 2010, 2011, Hans Safwey. Ne, Quatsch, nicht nochmal. So was gibt's bei uns nicht. Und wir haben tatsächlich hier auf dem EA-Event die Möglichkeit, ihn mal kurz zu interviewen. Hallöchen, wie geht's dir? Hi, ganz gut. Ja. Euch? Ja, und wir können uns auch nicht beschweren. Und natürlich die erste Frage, die unsere Zuschauer interessiert: Wie stehst du zu Chuck Norris? Chuck Norris ist ja Hans Safwey, deswegen, das passt. Wir gehören zusammen. Trennen uns nicht mehr, haben uns aber zwar noch nie gesehen, aber hoffen wir, das klappt noch irgendwann. Ja, das glaube ich auch. Also sind wir auch sehr zuverlässig. Wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, googelt einfach mal kurz danach. Mehr müssen wir dazu nicht erklären. Aber was die Zuschauer viel mehr interessiert ist, du bist ja Fußballer, und wir wollten mal wissen, wie sieht eigentlich so der Alltag von einem Fußballer aus? Also was machst du außerhalb der Spiele? Ja, was mache ich außerhalb der Spiele? Ich glaube, alle denken, der Fußballer trainiert einmal oder so oder einmal die Woche und dann sonst gar nichts und sonst sind nur die Spiele. Aber normaler Tag ist, glaube ich, ist man hat zweimal am Tag Training, stehst morgens auf, gehst zum Training eine Stunde vorher, sagen wir um 9 Uhr musst du da sein, 10 Uhr Training, 2 Stunden, 12 Uhr dann Mittagessen, dann nochmal um 15 oder 16 Uhr Training, und dann ist das Training um 18 Uhr beendet. Und dann kannst du natürlich Sachen erledigen. Komm, wenn du eine Freundin hast, machst was mit deiner Freundin, gehst ins Kino oder triffst jetzt ein paar Freunde. Für mich war es so, dass ich natürlich in Köln gelebt habe, habe viele Leute, mit denen ich hier aufgewachsen bin, habe mich mit denen getroffen und hatte natürlich da auch viele Möglichkeiten, dann was zu machen. Aber zum Beispiel zocken abends? Das auch. Es kommt natürlich immer darauf an, auch in welcher Mannschaft du spielst. Wenn du junge Kollegen hast, dann wird wahrscheinlich mehr gezockt. Bei Schalke war es so, dass wir auch in der Kabine eine Playstation hatten. Und da ja, das war Luxus. Fußballspieler werden, das sollte man zocken während des Trainings. Hammer geil. Ja, während des Trainings, aber während der Mittagspause. Ne? Okay. Dann haben die Spieler auch mit sich selbst gezockt und da sind die dann richtig abgegangen. Auch wenn der eigene Spieler ein Tor gemacht hat, haben die mal in der Kabine eine Runde gedreht. Das ist geil. Und was habt ihr so gespielt? Hauptsächlich Fußballspiele oder auch andere Sachen? Ja, hauptsächlich Fußballspiele. Ja, und dann nur FIFA? Ja. Natürlich. Oder gibt es noch andere Spiele? Ich kann jetzt einmal kurz leise sagen, dass es noch Pro Evolution gibt. Ah, okay. Die gibt es auch noch. Ja, die gibt es tatsächlich auch. Aber gut, aber wenn ihr wirklich FIFA gespielt habt. Ja, ich glaube, das haben die auch gespielt. Aber ich weiß das jetzt nicht so genau. Und so selber dann auch? Und früher, ich hast du vorhin noch erzählt? Das Problem ist, wenn ich immer gespielt habe, dann sind die alle gegangen, weil ich sowieso gewinne. Und dann hat jeder gesagt, okay, mit dir spielen wir nicht. Und ja. Ja, ist doch langweilig, wenn man verliert, ne? Nee, aber auf jeden Fall, ich habe heute spiele ich nicht mehr so viel. Früher habe ich sehr, sehr viel gespielt, auch sehr viel FIFA. Und ich glaube, da war ich echt gut. Kann ich mir vorstellen. Aber dass du heute nicht mehr so viel spielst, liegt am Job, ist halt Vollzeit, ein Termin nach dem anderen.
Nee, man hat einfach andere Priorität, ne? Mehr Freunde treffen, rausgehen, mit der Freundin was machen. Früher. Nicht nur im Keller sitzen. Früher war es eben so echt Training und dann zu Hause noch weiter zocken und nur essen und wieder zocken und ach, was für rausgehen, nicht so. Das war die Richtlinie. Man hat sich echt mehr auf Fußball konzentriert, ob selber gespielt oder auf der PlayStation jetzt. Es sind andere Sachen im Fokus. Okay, ja, wie gesagt, da können sich wahrscheinlich viele auch unserer Zuschauer mit identifizieren. Rausgehen von der Schule nach Hause zocken und dann das Essen wieder zocken. Funktioniert sehr gut. Aber erstmal vielen Dank dafür. Das war ein kleiner Einblick in das Leben von Chuck Norris quasi. Also dem Chuck Norris unter den Hans Sapais oder andersrum, dem Hans Sapai unter den Chuck Norrises. Und ja, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch zum nächsten Video ein von dem FIFA 13 Event. Mein Gott, schwere Wörter. Und dann werden wir sicher noch was machen. Alter, der quatscht hier einen Scheiß zusammen. Der wollte sich eigentlich verabschieden. Interview ist jetzt vorbei, ne? Wir gehen jetzt noch was picheln, würde ich sagen. Ne? Alles klar, machen wir. Ciao. Bis dann, tschüss.